Hallo Friends und herzlich willkommen zum 9. Part der Not So Berry Rosé Legacy. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Lindsay hat bestätigt oder hat ja gesagt, als Ruben irgendwie sie eingeladen hat, mit ihr zum Ball zu gehen. Ich weiß auch nicht genau, wie es entstanden ist, aber Ruben war einfach nur sehr begeistert von ihr. Und jetzt ist es halt dazu gekommen, die beiden werden irgendwie zusammen zum Ball gehen, aber ich weiß nicht, wie das geschehen soll, weil eigentlich schon Ruben abgemacht hat, dass er freundschaftlich mit Zoe zum Ball geht. Es wird ein bisschen kompliziert. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ruben hat aber dafür die Prüfungen erfolgreich abgelegt. Sagt man das so? Keine Ahnung. Das war alles gut. Und ein bisschen romantisch wurde es dann aber schon noch mit Zoe. Das hätte Ruben aber irgendwie nicht machen sollen, weil in Bezug zu Mint und Becca war das sehr respektlos. Aber ja, mehr sage ich dazu jetzt erstmal nicht. Wir schauen jetzt mal, wie das auch mit Nathan und Ruben weitergeht, weil die beiden wollen ja irgendwie die Bogen glätten oder ich weiß auch nicht genau, ob, ja, das zwischen denen noch ein bisschen reibungsloser funktionieren kann, aber wir starten jetzt erstmal rein. Heute wird ein sehr spannender Tag, denn ihr seht oben schon, es ist einmal Silvester und einmal findet auch der Ball statt von Rubens Schule, deswegen heute wird es sehr, sehr, sehr aufregend. Aber was ich mich gerade frage, wir haben damit geendet, dass Nathan und Ruben hier zusammen den Schneemann gebaut haben, aber jetzt ist Nathan weg und jetzt frage ich mich, wo er ist, weil wir haben noch nicht alles geklärt. Kamera zentrieren. Ach, hier ist er. Ach, er ist auf Toilette gegangen. Ja, ist ja auch in Ordnung. Ist auch okay. Das ist auch menschlich. Wir rufen ihm mal hinbei. Wir hoffen nämlich, dass er jetzt mal wiederkommt irgendwie. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Schneemann schon mal so, ja, auf jeden Fall erfolgreich, vollständig. Sieht man noch hier, Schneemann gebaut. Was könnte befriedigender sein, als sich einen eigenen Freund zu bauen? Ruben freut sich über einen neuen Kumpel aus Schnee. Was ist denn jetzt hier die Mission? Was wirfst du denn weg? Ja, ist auch egal. Jetzt sind wir hier und beide sind sehr beschämt irgendwie. Vielleicht können wir erstmal uns ja über Silvester unterhalten. Was vielleicht Nathan so heute vorhat, was so seine Pläne sind, wie möchte er ins neue Lebensjahr starten. Und ja, es könnte ja auch sein, dass es für Nathan irgendwie das letzte Silvester ist. Deswegen wäre es, glaube ich, eine ganz schöne Sache, wenn man darüber nochmal gemeinsam spricht. Ja, Nathan wird wahrscheinlich mit seiner Familie irgendwie zu Hause ins neue Jahr starten. Irgendwie kommt es nicht dazu, dass die beiden sich unterhalten. Und deswegen frage ich mich, warum? Weil die beiden sind jetzt hier und die könnten schon noch mal ein bisschen miteinander sprechen, bevor jetzt, sage ich mal, Ruben gleich los muss, weil er muss einerseits noch mal schauen, was zieht er beim Ball an. Wie sieht so Silvester aus? Es überfordert mich halt so ein bisschen, dass es beides irgendwie gleichzeitig ist, weil beides ist ja irgendwie abends. Ich meine, wir könnten auch jetzt beim Ball irgendwie ins neue Jahr starten, aber irgendwie weiß ich nicht genau, wie das alles so geschehen soll, also wie das alles so abläuft. Keine Ahnung, jetzt quetschen wir uns in den kleinen Raum hier rein. Natürlich. Mal gucken, wie so seine Pläne sind. Okay, er hat es gerade nochmal bestätigt. Er wird mit seiner Familie zu Hause feiern. Und dann fragt er so, was mit Ruben ist. Und Ruben sagt, du hast es doch mitbekommen. Meine Schule veranstaltet heute diesen Ball. Nathan sagt, nee, das weiß ich gar nicht. Seit wann wird denn da ein Ball veranstaltet? Und Ruben ist natürlich wieder sehr traurig, weil das eigentlich etwas ist, worüber man schon öfters gesprochen hat. Und er zeigt wieder so damit gar kein Interesse. Das ist wieder so ziemlich traurig für Ruben. Und deswegen geht er jetzt nochmal zu Nathan und sagt dann, ich würde super gerne mit dir jetzt einmal offen sprechen. Ich hätte gerne mehr Kontakt zu meinem Vater und er findet das wieder total doof, dass er mit dieser Erwachsenen wieder so lange spricht und sich irgendwie schämt, jetzt mit uns zu sprechen. Hey, gutes Sehen, der Mann, ich trage deinen Lieblingsapfel. Willst du vorbeikommen und es sehen? Nein. Och, kann sie bitte gehen? Und Nathan sagt, natürlich, mein Sohn, ich liebe dich, natürlich. Warum läuft er hier durch die Wände? Ist er ein Geist? Was ist seine Mission? Warum geht er immer Ruben aus dem Weg? Wir wollten doch jetzt nur mal ganz normal sprechen.
toll. Toll, er ist einfach gegangen. Bloom tut mir einfach so leid. Ich weiß nicht, was Nathan für ein Problem mit ihm hat. Ob er sich für ihn schämt oder weiß ich nicht. Das ist so komisch. Ich kann es nicht verstehen. Bloom wird jetzt total traurig nach Hause gehen. Mint wird das mitkriegen. Und ich hoffe, Bloom sagt ihr jetzt genau, was vorgefallen ist. Dass vielleicht Mint nochmal mit Nathan so ein Wort sprechen kann. Weil das geht so nicht, wie er sich verhält. Also dadurch, das Einzige, was er damit erreicht, ist, dass Bloom sich schlecht fühlt. Und dass er traurig ist. Er wird das nicht so ganz äußerlich zeigen, weil er ist auch ein bisschen stur. Oder eher gesagt, verstoppt und möchte auf gar keinen Fall irgendwie dann sich so darstellen. Aber irgendwo sieht Mint das auch und wird es jetzt irgendwie aus ihm herausquetschen, weil heute ist ein toller Tag. Also für Ruben ist es heute ein toller Tag, was sowohl die Schule betrifft, und dafür wird er wahrscheinlich jetzt auch hier gerade die Maske tragen, dass er beim Ball auf jeden Fall keine Poren zeigt oder so. Aber dass Nathan jetzt das irgendwie hier so... Nee, finde ich jetzt richtig blöd von ihm. So, ich hoffe, Mint kriegt das jetzt mit. Oh, wir müssen gleich auch mal zwischen Mint und Becca einiges klären, weil wir müssen über Beziehungsängste reden. Das steht gleich an, weil ihr seht hier diese Zweifel. Sieht ein bisschen anders aus als Träume. So, die beiden werden jetzt mal ein bisschen sprechen. Mint merkt, dass irgendwas vorgefallen ist. Sie fragt, wie es mit seinem Vater war. Ruben sagt, gut. Ruben, ich bemerke doch, dass irgendwas dir fehlt. Dass irgendwas nicht stimmt. Oh, jetzt möchte Daniel beste Freundin werden. Ja, komm. Auf jeden Fall bemerkt Mint irgendwas. Ist natürlich jetzt total ungünstig, dass wir jetzt hier in so einer großen Gruppe sind. Was soll das denn jetzt hier? Keine Ahnung, was das jetzt hier gerade soll. Warum ist er kokett? Auf wen steht er jetzt gerade? Ich kann es gerade nicht schlecht einschätzen. Und Mint sieht, dass irgendwas vorgefallen ist. Aus Room kriegt er es jetzt gerade nicht raus. Möchte Umgang jetzt von Danielle irgendwie Mitleid bekommen. Und deswegen, macht Mint sich jetzt sofort auf den Weg. Also sie kann es jetzt nicht auf sich sitzen lassen. Sie hat schon öfters mitgekriegt, dass zwischen Nathan und Room irgendwas ist. Und sie möchte jetzt mehr wissen. Das riecht sie nämlich richtig auf. Und deswegen geht sie jetzt mal dahin. Mal gucken, was wir vielleicht aus Nathan rauskriegen. Oder dass Mint vielleicht irgendwas bewirken kann. Weil es kann nicht so weitergehen. Also wirklich nicht. So, Mint. Da sehen wir schon Nathan. Was denn will denn jetzt Anissa Meyer? Kurze Frage. Luna und ich haben voll Zeit zusammen zu verbringen. Soll ich mich wirklich darauf einlassen? Mein Gott, mach doch, was du möchtest. Nathan. Mint ruft sie jetzt dabei. Die Frau von Nathan ist natürlich nicht so happy, jetzt hier Mint zu sehen vor der Haustür. Eigentlich hatten Mint und Nathan auch so ein bisschen geplant oder so ein bisschen die Abmachung, dass man nicht einfach hier vor der Haustür auftaucht. Aber ich meine, das macht er bei uns ja auch. Also, ganz ehrlich. Und er macht das nicht. Okay, jetzt muss Mint eben auf Toilette. Er macht das nicht, um seinen Sohn näher kennenzulernen oder Zeit mit ihm zu verbringen. Nein, er macht es auf eine ganz komische Art und Weise. Deswegen hat Mint jetzt auch gar keine Scham, jetzt hier eben auf Toilette zu gehen. Und dann sind wir mal sehr gespannt, was wir jetzt hier erfahren. Hier ist auch irgendjemand wieder romantisch. Die beiden hier, ne? So, das hat Mint jetzt erledigt. Und dann werden die beiden sich eben hier außerhalb ein bisschen hinsetzen, weil bestimmt machen wir das jetzt nicht hier vor denen allen. Also, da ist Mint auf jeden Fall kein Fan von, jetzt von der ganzen Family das auszusprechen und Room zu thematisieren. Deswegen machen wir das jetzt mal hier draußen. Oh, sie wollte beste Freunde werden, aber Entschuldigung. Wir sind wirklich nicht krass gut befreundet. Warum möchtest du jetzt mit uns beste Freunde sein? Und Mike Stevens, der Sohn von Chloe, hat angerufen. Ich war wirklich froh, heute deine Stimme zu hören. Vielleicht wundert er sich, dass seine Mutter und Mint irgendwie sich weniger sehen und wollte deswegen bei Mint nachfragen, wie es so bei ihr aussieht. Und dann hat Mint auch nochmal bemerkt, dass sie vielleicht nochmal bei der Family vorbeischauen sollte, weil die Kinder sind ja auch irgendwo mit Mint aufgewachsen. Also Mint hat ja auch sehr krass geholfen bei der Erziehung. Und ja, vielleicht wollen die einfach auch nochmal Mint sehen und ein bisschen sich mit ihnen unterhalten. Und dann muss jetzt mal Mint Klartext reden. Helfen, schlechte Beziehungen zu kitten, können wir nicht machen. Wir können nicht Room auswählen. Und jetzt fragen wir ihn mal. Erstmal freundlich. Was ist zwischen dir und Room wieder aufgefallen? Ich habe gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt.
Moment. Und jetzt bitte erklär mir, was bei euch los ist. Was stimmt denn nicht? Und er sagt, ja, Room will mich ja wenig sehen. Und ja, jetzt ist er einmal halt angekommen, aber ich habe halt auch noch andere Verpflichtungen. Und ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, wie ich mich mit ihm ja unterhalten soll oder ja, was das so genau ist. Mint gibt mal Nathan ein paar Erziehungstipps. Erstens, sagt Mint, er ist jetzt gerade Teenager geworden und er hat jetzt auch noch mal ein paar Phasen, wo er sich ausprobieren möchte, wo er ja auch Frauen oder Mädchen kennenlernt. Und da musst du auch Verständnis für haben. Er ist jetzt auf dieser Privatschule. Er muss sich da wirklich bemühen. Er hat das auch im Kopf. Er hatte gerade Freitag Prüfungen. Also gestern, hast du ihn denn gefragt, wie die Prüfungen waren? Nathan noch, nee, er hat ja nichts erzählt. Nathan, du musst mal ein bisschen Interesse zeigen. Dein Sohn möchte seinen Vater auch kennenlernen. Es war nicht optimal mit uns beiden und vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt und die richtigen Umstände, aber es ist nun mal so gekommen. Wir haben uns entschieden, Ruben großzuziehen und ich habe schon alles, was die Erziehung angeht, übernommen. Das habe ich gerne getan, weil Ruben für mich wirklich das eine ist. Aber wenn er zwischendurch mal seinen Vater kennenlernen möchte oder irgendwie Zeit mit ihm verbringen möchte, dann musst du darauf eingehen. Du musst öfters zeigen, dass du ihn vermisst, dass du ihn wertschätzt und du dich nicht für ihn schämst. Und da wurde er ein bisschen leise, weil er jetzt gerade so ein bisschen okay. Also er hat jetzt gerade so ein bisschen was verstanden. Tut natürlich auf stur, aber ich denke schon, dass es so ein bisschen was in ihn ausgelöst hat, was jetzt so Mint gesagt hat. Trotzdem werden wir noch einmal einen Streit über die Erziehung führen, weil Mint das gar nicht haben kann, wenn Ruben sich schlecht fühlt. Und Nathan stellt sich jetzt auch ein bisschen doof an. Nach so vielen Jahren, wo Ruben schon auf der Welt ist, stellt sich er schon ein bisschen dumm an, sage ich mal. Und Mint wird da auch sehr aggressiv, weil er hat schon eine Familie. Also, er hat eine Familie, eine große, das scheint alles super zu laufen. Aber wenn es dann um Ruben geht, dann hat er natürlich gar keine Ahnung, wie er sich verhalten soll und kann natürlich nichts einschätzen. Und da ist Mint natürlich ziemlich fuchsig jetzt geworden. Ja, keine Ahnung. Wir sehen jetzt, was er daraus macht. Wir haben ihm jetzt alles erklärt und was er daraus macht, ist wirklich seine Sache. Also, keine Ahnung, ob er jetzt irgendwie das sich zu Herzen genommen hat. Wir hoffen jetzt mal für Ruben. Wir hoffen eigentlich auch für ihn, weil er hat bestimmt nicht mehr viel Zeit. Aber das muss ich Mint auf jeden Fall nicht länger geben. Also, sie hat jetzt was getan und das war auch jetzt, sag ich mal, ihre Pflicht als Mutter. Ja, wir hoffen jetzt mal, dass Nathan irgendwas davon wahrgenommen hat und hoffentlich versteht, dass ihm nicht unendlich viel Zeit und unendlich viele Chancen bereitstehen, irgendwie mit Ruben alles zu klären. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass es noch irgendwie hinhaut, bevor es dann, sag ich mal, zu spät ist. Wir haben jetzt aber nicht mehr viel Zeit. Wir gehen jetzt mal davon aus, so, Nathan Thema jetzt erstmal abgehakt für heute. Wir gehen mal davon aus, dass Ruben und Lindsay jetzt mal zum Ball gehen und die beiden müssen auf jeden Fall im Partnerlook erscheinen. Wir werden jetzt mal eben die beiden ein bisschen oder zumindest denen ein Outfit beschaffen, was sie dann tragen können heute Abend. Die beiden kriegen so ein richtig cooles Outfit. Wir ignorieren jetzt mal die äußeren Umstände. Wir machen es denen jetzt richtig schön. So, wir schauen mal bei Abendkleidung. Das ist natürlich schon Bombe, aber es muss für den Ball irgendwas Besonderes sein. Deswegen schauen wir jetzt mal. Die Frise können wir eigentlich lassen. Die mag ich ganz gern. Vielleicht gehen wir ein bisschen auf die rötlichere Schiene. Sagen wir einfach mal so. Das ist für Ruben ja eigentlich schon wie gemacht. Entweder wir nehmen jetzt nochmal so ein Outfit. Ach, das wäre eigentlich auch cool, wenn wir die Hose nehmen können, aber das sieht ein bisschen komisch aus. Also das würde ja theoretisch auch gehen. Oh ja. Das ist eigentlich ein Look. Wir schauen jetzt mal nach einem dritten und da könnte er vielleicht so ein Jackett, wie so einen Anzug anziehen. Boah, ich weiß nicht, ob das was für Ruben ist. Ich meine, er kann irgendwie alles tragen. Wir nehmen mal die rötlichere Variante von dem vielleicht. Und dann schauen wir jetzt gleich mal bei Lindsay, dass sie vielleicht auch ein rotes Abendkleid kriegt. Würde ich sehr, sehr, sehr cool finden. Dann schauen wir mal eben auch bei ihr vorbei. Ich meine, sie ist so
schon wunderschön. Wow. Wir brauchen jetzt was Passendes, das sie anzieht. Ich meine, das ist natürlich wunderschön, aber es passt nicht zu dem, was Ruben tragen wird. Das muss doch passend sein. Ich habe jetzt was Nettes gefunden für sie. Ich zeige euch das Endergebnis noch nicht. Das werdet ihr gleich beim Ball dann sehen. Okay, es wird Zeit. Ich frage mich, wann es losgeht. Hey, jetzt wird mir der Ball nicht mehr angezeigt. Das verstehe ich jetzt nicht. Oh mein Gott, what happened? Hä, wo ist das hin? Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt weg war. Ich verstehe das nicht so ganz, was jetzt hier das Problem ist, weil es wurde die ganze Zeit angezeigt. Aber warum es jetzt nicht mehr hier ist, verstehe ich nicht. Da müssen wir halt ein bisschen nachhelfen, Leute. Okay, Leute, ich habe geregelt. Der Ball findet woanders statt. Weiß nicht warum. Ruben weiß nicht wieso, aber der Ball findet woanders statt, und zwar in Willow Creek. Er hat sich auch gewundert. Er dachte, dass es hier stattfindet. Deswegen war es sehr gut, dass er nochmal geschaut hat, wie die Vorbereitungen laufen. So hat er bemerkt, dass er einfach an der falschen Adresse ist. Und zwar, ja, sieht es jetzt wie folgt aus. Also Mint und Becca sind jetzt schon vorgegangen zu Location, weil, ja, die denken, dass Ruben jetzt Caitlin abholt zu Hause, aber irgendwie sieht es nicht danach aus, dass Ruben nämlich jetzt nicht Caitlin abholt, sondern Lindsay. Er zieht sie schon mal an, er wirft sich in Schale. Wow, wow, wow. Und wir gehen jetzt zu Lindsay nach Hause, wir holen sie ab. So gehört sich das ja. Und zwar wohnt Lindsay ja hier, die, ja, haben ein bisschen Cash, muss ich sagen. So, Ruben ist ein bisschen aufgeregt, aber ist jetzt hier vor der Tür, klopft an und ist ziemlich gespannt, was ihn jetzt erwartet. Also erstmal ist er total begeistert von diesem Haus. Also, dass Lindsays Familie so reich ist, hätte er niemals gedacht. Er ist richtig, boah, er ist einfach nur am Staunen. Und jetzt wird er hier reingelassen. Wow, also wirklich ein absoluter Traum. Er ist total geschockt. Hier oben ist Lindsay in ihrem Zimmer und macht irgendwas am Computer. Okay, sie hat uns gesagt, oder sie hat Ruben gesagt, dass sie Einzelkind ist. Sehr interessant. Hier wohnen wahrscheinlich dann die Eltern, schlafen die Eltern, und hier ist auch noch ein Zimmer, was vielleicht Ruben mal einnehmen könnte, wenn er hier mal übernachten möchte oder so, falls er nicht mit Lindsay hier zusammenschläft. Er stellt sich jetzt erstmal den Eltern vor. Hallo, ich bin Ruben, ich würde gerne ihre Tochter abholen zu dem Schulball. Er versucht natürlich einen guten Eindruck zu hinterlassen. Der Vater ist direkt von Anfang an nicht so ein Fan von Ruben, weil er irgendwie sehr von oben herab irgendwie vorkommt. Aber es scheint ganz gut zu laufen. Und dann fragt er direkt, ob Lindsay schon fertig ist. Wir schauen mal, ob Lindsay fertig ist. Ich zeige euch nämlich jetzt das Outfit. Wir rufen sie mal herbei. Okay, sie ist irgendwie zu weit weg, deswegen meinten die Eltern, okay, wir wissen nicht, ob Lindsay schon fertig ist, und jetzt gehen wir hoch und schau mal, ob sie schon fertig ist. Ja, er konnte einen ganz guten Eindruck hinterlassen, aber jetzt geht Ruben mal hoch oder kommt Lindsay runter? Oh, Lindsay kommt runter. Schaut sie euch an. Look at her. Oh mein Gott. Ruben ist einfach nur sprachlos und sagt jetzt seiner Mutter, was sie eigentlich für eine wunderschöne Tochter hat. So ist Ruben ja, keine Ahnung. Und ist einfach nur total begeistert. Wir werden jetzt noch ein Foto zusammen machen. Das wird es auch jetzt, ja, festhalten können. Die Farben sind jetzt nicht so eins, aber ich meine, sie passen ja schon doch irgendwie zusammen. Ich weiß nicht genau, aber ja. Ich weiß nicht genau, warum es ihr nicht so ganz gut geht, aber ich glaube schon. Oh, Leute, wir haben dann eine Erinnerung vom... Oh, Coquette. Oh ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Ist natürlich jetzt ein bisschen belastend, dass jetzt hier die Mutter zuguckt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Es ist ein bisschen unangenehm. Okay, sie geht. So, und jetzt geht's, glaube ich, gleich los mit dem Ball. Um 20 Uhr fängt er an. Wir haben jetzt nur noch eine
Viertelstunde. Deswegen machen wir uns mal jetzt gleich auf den Weg. So, ich zeige euch mal, wie es hier drin aussieht. Man kommt hier rein in einen wunderschönen Bogen. Bogen? Keine Ahnung, wie man das sagt. Hier haben wir eine tolle Bühne. Wir haben Sitzmöglichkeiten, Tanzfläche, Fotospot, natürlich was zum Trinken, eine Tanzeinlage, wieder ein wunderschöner Spot. Hinter den Kulissen, Toiletten etc. Und hier oben dann Chill-Lounge, Bar und Fotodings. Also mega, mega toll. Alles gemacht auf jeden Fall. Okay, gleich sollte es losgehen. Also wir können ja schon mal uns definitiv umziehen. Also gleich kommen auch alle Leute. So, aber Ruben wollte auf jeden Fall schon mal eher hierhin, bevor schon jeder hier ist, dass wir vielleicht schon mal so ein bisschen Zweisamkeit gewinnen können. Vielleicht gehen wir dazu in den Backstage-Bereich, dass vielleicht, ja, wir uns hier noch so ein bisschen, ja, schicker machen können. Hier läuft auch schon die Musik. Einfach toll. Ja, los geht es hier auf jeden Fall. So, wir werden hier nochmal Parfüm auftragen oder irgendwie kölnisch Wasser auftragen, was auch immer das ist. Es kommen auch alle Leute. Keine Ahnung, warum die jetzt so gekleidet sind. Also Mint sieht auf jeden Fall viel zu sportlich aus. Das können wir so nicht stehen lassen. Das sieht schon mal besser aus, Mint. Oh, er ist jetzt auch gerade sehr kokett oder was auch immer. Es gehen hier alle schon mal nach oben. Ich weiß nicht wieso. Ja, wir freuen uns natürlich total. Okay, wir hören mal der Musik zu. Hier kommen auch alle weiteren Gäste. Das war die Direktorin, glaube ich. Wir wollen definitiv, können wir zusammen ein Selfie machen? Das machen wir auch nochmal. Keine Ahnung, wer die Playlist hier erstellt hat, aber okay. Oh, sehen die beiden nicht toll zusammen aus. Können wir zusammen tanzen? Zusammen als Pärchen tanzen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das toll. Oh, das ist so toll. Es ist so großartig. Währenddessen wird Ruben auch schon mal sagen, Lindsay, ich bin einfach so froh, dich kennengelernt zu haben. Und du kannst dir nicht vorstellen, du hast mein Herz einfach sofort erobert. Und ich bin sehr froh, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Du bist einfach unglaublich. Du bist eine unglaubliche junge Frau. Und ich kann es nicht fassen, dass wir nun uns kennengelernt haben. Und wir sind natürlich sofort auf Wolke 7 und freuen uns einfach so sehr. Ruben freut sich so sehr. Und ich glaube, dass jetzt die Chance gekommen ist, wo wir den ersten Kuss erleben können, weil, ja, wir haben jetzt darauf gewartet und besonders Ruben hat sehr lange gewartet, bis er, ja, sich dazu entschließt, auch mit ihr den ersten Kuss zu erleben. Er hat extra gewartet, wollte abwarten und jetzt beim Ball ist es einfach soweit. Beim Ball geküsst. Oh Mann. Wir haben auch einen weiteren Meilenstein erreicht. Wir haben es nun geschafft. Wir sind auf dem neuesten Stand. Wir müssen jetzt hier den Romanzen-Jongleur auch erfüllen. Level 6 der Charisma-Fähigkeit erreichen. Eine starke romantische Beziehung mit 3 Sims gleichzeitig haben. Und 10 Sims küssen. Oh mein Gott. Ja, wir haben ja schon irgendwo 3 Sims jetzt. Ein bisschen an der Angel. Das passt eigentlich ganz gut. Ich werde in der Zeit jetzt schon mal das füllen mit Fruchtpunsch, dass wir uns jetzt hier auch was zu trinken nehmen können und den Abend gebührig feiern können. Wow, sieht das toll aus. Das sieht so toll aus. Wow. Jetzt ist Ruben hier. Lindsay ist gerade oben und holt sich noch was von der Bar und hat jetzt irgendwelche Bauchschmerzen. Keine Ahnung, was bei ihm abgeht. Aber ihm dröhnen schon die Ohren voll, weil einfach die Musik so laut ist. Aber ist natürlich sehr, sehr, sehr begeistert. Und jetzt füllt sich hier mal langsam die Bude, was natürlich sehr belastend ist. Ist, dass Caitlin schwanger ist? Warte mal, wer ist der Vater? Heißt das jetzt, dass sie mit Rubens Kind schwanger ist? Die beiden haben ja nicht verhütet. Oh mein Gott, nein, wir können das nicht. Nein, 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 nein. Sie ist nicht schwanger. Sie ist nicht schwanger. Leute, das hat niemand gesehen. Das passt hier noch nicht in die Storyline. Wir können das dann nochmal nachgängig machen, aber das ist gerade wirklich nicht. Nein,
absolut nein. Das ist gerade nicht möglich. Ja, hier füllt sich auf jeden Fall so ein bisschen der Saal. Hier ist halt Zoe. Ist schon mal eine schwierige Situation. Hier ist Caitlin. Wir hoffen jetzt mal, dass es sich hier nicht so, ja, zeigt. Wir suchen jetzt gerade Caitlin. Sie ist jetzt hier oben. Ja, wenn sie hier oben ist, ich meine, können wir auch so sagen. Ich möchte jetzt mit Mint plaudern. Wir könnten eigentlich auch gut jetzt eben mit Caitlin sprechen und so ein bisschen bei ihr verführerisch sein, auf jeden Fall. Dass wir das auch haben und wenn wir das haben, können wir gucken, dass wir mit Zoe vielleicht ein bisschen irgendwo verschwinden und aufreizend bei ihr auch nochmal posieren, dass wir das auch haben, dass wir die alle so ein bisschen beruhigt haben, sag ich mal. Und werden dann hier nochmal so ein bisschen tanzen. Oh, ich glaube, Caitlin hat gesehen, dass wir... Oh. Ich glaube, Ruben wurde dabei gesehen, wie er mit Zoe geflirtet hat. Es ist schwierig gerade. Sehr, sehr, sehr schwierig gerade. Aber Ruben heizt gerade hier mal ein bisschen die Butze auf und wird nochmal hier mit allen tanzen, die hier vor Ort sind. Aber ich glaube echt, dass er gesehen wurde. Ganz, ganz schwierig gerade. Oh. Wir haben ganz viel Liebe mit ihr verloren. Wir müssten das jetzt gleich mal eben klären, aber eigentlich ist für ihn ja nur Lindsay interessant. Deswegen bleibt er bei Lindsay, glaube ich. Zoe ist noch angetan. Lindsay hoffen wir jetzt mal auch. Oh, geschickte Entschuldigung. Was ist jetzt hier gerade los? Was ist denn jetzt hier gerade los? Sim-Profil öffnen. Oh nein. Was hat Ruben getan? Scheidende Liebe. Lindsay hat die Liebe ihres Lebens beim Flirten mit jemand anderem erwischt. Ist das eine unbedeutende Sache oder verliert dieser Sim das Interesse? Oh. Das ist bei Lindsay der Fall. Was ist denn bei Caitlin? Oh, verärgert, weil keine Einladung zum Abschluss bei Erhaltern. Oh, sie hat auch scheidende Liebe. Whom cheated on Caitlin? Ja, das ist leider auch der Fall. Oh. Bei Zoe jetzt auch? Bei Zoe auch. Oh mein Gott, das ist gerade so belastend. Bei Ruben ist gerade ein bisschen, weiß ich nicht. Ruben ist gerade absolut verzweifelt. Er versteckt sich jetzt gerade hier auf Toilette und er ist gerade absolut überfordert. Ach nein. Er ist gerade so überfordert, weil wir wussten, dass es passiert. Wir wussten, dass es passiert und ja, jetzt ist es soweit. Es war einfach ein großer Fehler. Es hätte wirklich nicht so weit kommen dürfen, aber es kam jetzt soweit. Und er ist einfach nur sehr beschämt. Ich meine, es ist verständlich. Silvester ist jetzt auch vorbei. Oh. Jetzt ist Lindsay zu ihm gegangen. Was sagt sie wohl jetzt? Was wird sie sagen? Kann sie uns verzeihen? Wir versuchen einmal um Beruhigung zu bitten. Ich glaube, das kam nicht so gut an. Sie möchte irgendwie nicht mit uns sprechen. Oh, Ruben. Was hast du getan? Sie hat Nein gesagt. Oh mein Gott. Ruben, Lindsay war doch bei dir die Favoritin, oder nicht? Er wurde einfach aufgedeckt, Leute. Das Spielchen konnte aber auch nicht lange gut gehen. Jetzt sehen wir hier, was die Auswirkungen sind, wenn man nicht ehrlich ist, wenn man nicht weiß, was man möchte, sich nicht entscheidet und einfach irgendwie respektlos vorgeht. Ja, das ist jetzt das Resultat. Ich werde an dieser Stelle den Part beenden. Die beiden stehen jetzt hier und im Room ist wirklich total wütend auf sich selbst, dass er so vorgegangen ist, weil er wirklich Lindsay, er hat für sie wirklich irgendwie Gefühle entwickelt. Er war so bewundert von ihr und bewundert? Nee. Fasziniert von ihr, ich weiß auch nicht. Und jetzt sind wir hier bei dem Ball, wo eigentlich alles schön sein sollte. Jetzt hat er sich das irgendwie verbaut und ich denke, der Ball ist jetzt irgendwie für die beiden hier zu Ende, aber das werden wir noch im nächsten Part erfahren. Ich hoffe sehr, dieser Part hat euch gefallen. Schreibt jetzt unbedingt in die Kommentare. Wird Room wohl von einem von den dreien jungen Damen noch eine zweite Chance bekommen? Ich weiß es nicht. Ich kann auch gar nicht einschätzen, ob
jemand von denen Ruben verzeihen kann. Ich bin wirklich ziemlich unsicher. Ja, aber ihr könnt auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mitgefiebert habt und wenn ihr natürlich jetzt auch ein bisschen traurig seid, dass es so gekommen ist. Aber ich meine, irgendwo war es auch klar, es musste so kommen. Ihr könnt es auch super gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, so verpasst ihr kein neues Video mehr auf diesem Kanal. Und schaut auch unbedingt jetzt super gerne bei Naka und all unseren anderen Social Media Kanälen vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!